die 24er Form, aber heute nochmal zur Wiederholung das Bild oder die beiden Bilder vom letzten Mal, das war den Spatzenschwanz fassen, direkt nach der ersten Bewegung aus der Form der Beginn in die Ballhalte. Jetzt gehen wir normalerweise in die Mähne des Wildpferdes teilen, hier aber den Spatzenschwanz fassen nach links. Genau, hier das unterstützte Drücken. Ich hoffe, ihr könnt euch daran erinnern. Und stoßen. Das gleiche auch zur anderen Seite. Hier wieder abwehren. Zurückziehen oder ausweichen. Drücken, hier wieder zurückziehen oder ausweichen und zustoßen. Das neue Bild heute ist die einzelne Peitsche oder auch hohe Peitsche. Hier wird der rechte Fuß nach vorne gedreht, dann wird der linke Fuß herangezogen und der linke Fuß wieder herausgesetzt mit der Ferse zuerst, dass wir wieder in einen Ausfallschritt kommen. Hier die Endposition, Single Whip, einzelne Peitsche oder Dan Bien auf Chinesisch. Nochmal von der letzten Bewegung hier, rechten Fuß eindrehen, linken Fuß heran und Fuß heraus. Das Besondere dabei ist die Hakenhand rechts, dass der Daumen alle anderen Finger berührt. Wir gucken uns das nochmal an. Die rechte Hand auf Hüfthöhe. Hier sage ich schon mal Fenster putzen. Beide Hände putzen quasi vorne ein Fenster. Dann kommt der Yin- und Yang-Wechsel. Rechte Hand kommt nach oben. Rechte Hand wird eingedreht in die Peitschenhand oder Hakenhand. Und der linke Arm weit geöffnet, ohne gestreckt zu sein, in die hohe Peitsche im Ausfallschritt. Nochmal von dem Stoßen, aber diesmal zeige ich das spiegelbildlich, dass ihr direkt mitmachen könnt. Und die rechte Hand in die Peitschenhand, dass ihr das nach vorne mitmachen könnt und die linke zur Seite öffnen. Genau, Abschluss, Bewegung. Jetzt nochmal die Form. Der Beginn. Gewicht in die Fersen. Schulterbreiter Stand und Gewicht ins rechte Bein, dadurch kann das linke herangezogen werden. Abwehren und die Mähne des Wildpferdes teilen. Drei Schritte. Vor. Und der dritte Schritt. Linkes Bein ist vorne, ganz ins linke. Das rechte wird leer, kann herangezogen werden. Ins rechte Bein, linkes Bein wird leer. Und der weiße Kranich links die Fußspitzen setzen. Dann wieder ganz rechts. Linken Fuß heraussetzen. Linkes Bein voll zurück. Und Fuß heran und Fuß heraus. Auch hier wieder verlagern ins linke Bein, linkes Bein voll, rechtes Bein voll und jetzt das linke Bein voll und noch voller fließen lassen. Rechten Fuß wieder etwas heran, rechtes Bein wird voll, linke Ferse setzen. Rückwärts Schritte. Im Affen vertreiben.
Hafen vertreiben 1, 2, linken Fuß heran, zurück 3 und rechten Fuß heran, zurück 4 in die Ballhalte rechts. Schritt vorsetzen, Spatzenschwanz fassen nach links. Siebtes Bild. Stetiger Wechsel zwischen der Gewichtung in den Beinen. Einmal ist das Gewicht in dem einen Bein, dann ist das Gewicht in dem anderen Bein. Jetzt wieder das rechte Bein, dadurch wird das linke etwas frei. Fuß kann nach vorne gesetzt werden. Rechten Fuß setzen und vor. Rechte Handfläche nach unten, linke nach oben, ziehen oder ausweichen, drücken, zurück und zustoßen. In die einzelne Peitsche. Rechte Hand wie eine Abwehr, dann dreht sich die Hand. Fingerspitzen, Fingerkuppen zueinander, Haken- oder Peitschenhand, linke Hand öffnet sich, die einzelne Peitsche. Dann rechten Fuß heran, Abschlussbewegung wieder in den Stand zurück. Heute bis hierhin. Wie immer, gerne nochmal wiederholen. Üben, üben, üben. Üben macht den Meister und auch die Meisterin. Hier nochmal der Platz, an dem wir das Bild gerade eben aufgenommen haben, die einzelne Peitsche. Wieder ein Mare, ein Vulkansee. Und hier auch nochmal aus einer anderen Perspektive. Und hier an diesem Mare sind ganz viele Ziegen. Tschüss!